So, ich darf Sie herzlich begrüßen bei der Veranstaltung Die Taz in Leipzig, das Taz-Gespräch in Leipzig. Wir haben uns einen ganz schönen Titel ausgedacht, der heißt Für eine Revolution des Denkens, was ist Politik im 21. Jahrhundert? Darunter machen wir es nicht und haben auch zwei Gäste, die, von denen ich mir einiges verspreche, nämlich Harald Welzer und Daniel Cohn-Bendit. Sag Ihnen gleich noch mehr. Sie haben aber gerade schon gehört den New Yorker Jazzbassisten Junie Booth mit Simone Weißenfels. Und wir beginnen jetzt auch zur Einstimmung mit Öko-Rock'n'Roll. Denn es geht ja um die Frage, wie wir die Revolte hinkriegen, wie die Leute auf die Straße gehen. Und das werden Sie jetzt gleich thematisiert bekommen von der Band Öko-Sex. Der Song heißt Steine werfen am Bauzaun der Nachfrage. Ja, genau, bitteschön. Ja, hallo. Ich sag mal, yeah. Und ihr? Ich bin ein unglaublicher Öko-Rock'n'Roller, sieht man, oder? Und bei echten Rockkonzerten, da geht's ja so ab. Ich sag, yeah. Oh, naja. Also ich steige mal ein mit einer Nummer, bin noch total beseelt. Ich war in Mannheim auf dem Treffen der Solarinitiativen und der 100%-Regionen. Und da haben wir uns erzählt, wie schön die Welt wird, wenn wir in den Landkreisen überall 150% erneuerbare Energien haben. Und da war ein CDU-Landrat aus dem Hunsrück, der war so geil. Der macht 160% erneuerbare macht er. Und er sagte, okay, Altmaier ist ihm egal. Ja, er zieht es durch. Das Lied heißt Steine werfen am Bauzaun der Nachfrage. Und da habe ich ein Refrain zum Mitsingen eingebaut. Und der heißt, mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr. Sei erneuerbar mit Blumen im Haar. Das ist so eine Mischung aus neuer Protestsong und altem Kampflied. Oh, 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 mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr. Oh, 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 oh. Sei erneuerbar mit Blumen im Haar. Steine werfen am Bauzaun der Nachfrage. Oh, oh. Am Bauzaun der Nachfrage ist so viel zu tun. Scheine nerven am Bauzaun der Nachfrage. Kein Geld in Falschen ist das Gebot. Und jetzt alle. Oh, ah, 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 mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr. Oh, ah, ah, sei erneuerbar mit Blumen im Haar. Glaub mir, dass du wichtig bist. Nur wer nicht bei Sinnen ist, gibt den Falschen auch noch Geld. Wasserwerfer waren fein. Da konnten wir Helden sein. Und Dani und so. Doch heute ist kündigen, was zählt. Oh yeah, 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 yeah. Steine werfen am Bauzaun der Nachfrage. Oh, oh. Am Bauzaun der Nachfrage ist so viel zu tun. Oh, oh, oh. Mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr, mach es wahr. Oh, oh, sei erneuerbar mit Blumen im Haar. Ja, das ist mein Bruder. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Der hat Sie aufgefordert,
ihren Strom selber zu produzieren oder zumindest seinem Ökostromanbieter zu wechseln. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Die Frage, die wir uns stellen, beziehungsweise die Harald Welzer sich stellt und uns, sind Finanzkrise, Klimawandel, Zukunftslosigkeit schicksalshaft und wir ihnen hilflos und ohnmächtig ausgeliefert, soll heißen, wir machen die Augen zu, solange es irgendwie geht, oder machen wir die Augen auf und entscheiden uns für eine neue Aufklärung, eine andere Politik, eine andere Zivilgesellschaft. Das sagen wir natürlich ja, selbstverständlich. Aber die Frage ist natürlich, wie soll das gehen? Darüber wollen wir reden. Ich sage Ihnen noch ganz kurz, Harald Welzer ist, wissen Sie, Sozialpsychologe, Kulturwissenschaftler, Professor für Transformationsdesign und mittlerweile vor allem Klimagesundheit, Klimakulturforscher. Er lebt in Berlin und sein Buch, das zur Buchmesse erschienen ist, heißt Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Da wollen wir auch nachher fragen, was für ein Widerstand ist denn das? Daniel Cohn-Bendit ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im EU-Parlament, Anführer der französischen Studentenrevolte von 68 und sein neuestes Buch ist in Frankreich von 0 auf 3 in den Bestsellerlisten eingestiegen. Pour supprimer le parti politique? Les. Also soll man die politischen Parteien abschaffen, Reflexion eines Staatenlosen ohne Partei, das hört sich auch nicht mehr nach einem Bekenntnis zur Parteienpolitik an. Auch darüber werden wir reden. Ich will aber zunächst mal dem Harald Welzer das Wort geben, damit Sie so ein bisschen auch wissen, worum es ihm geht und worum es in diesem Buch geht. Er hat nämlich im Grunde, geht von einer These aus und die lautet, westliche Gesellschaften haben keine Zukunft mehr, auch weil sie keine Vorstellung mehr von Zukunft haben. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, also in der Tat, damit fängt das, also das ganze Buch fängt ja an mit einer kleinen autobiografischen Miniatur des Sechsjährigen, der in einer Welt groß wird, wo Technikutopien, konkreter Fortschritt, Mondlandung und all diese Dinge, Autoquartetts, alles, was so zur Bebilderung und Ausstattung einer Sozialisationswelt der 1960er Jahre in Westdeutschland dazu zählt. Ich habe diese kleine autobiografische Einleitung deswegen gemacht, weil da zwei Aspekte mich wahnsinnig dran interessieren. Der eine Aspekt ist natürlich der, was sind eigentlich die also jetzt mal abstrakt formuliert, die kulturellen Bindungen, in denen man sich befindet, die auch jenseits von Reflexion stattfinden. Wir haben ja so ein großes Vertrauen im Bereich Klimawandel, Aufklärung darüber oder alle anderen umweltbezogenen Fragestellungen, dass man halt irgendwie aufklären müsse, den Leuten Informationen gebe, dann würden sie da schon dazu kommen, ihr Verhalten zu verändern, was ja 40 Jahre lang nicht gerade sonderlich erfolgreich gewesen ist. Und der Grund ist meines Erachtens nach der, dass wir es viel zu stark ignorieren, dass es die Kultur und die Verinnerlichung von bestimmten Kulturbedingungen sind, die uns in gesellschaftlichen Modellen festhalten, obwohl wir was anderes denken. Nur das Denken realisiert sich nicht in konkreter Praxis, sondern findet dann eben statt, so wie jetzt, eine schöne Denk- und Diskussionsveranstaltung, die aber noch nichts damit zu tun hat, was einzelne Lebenspraxis ist, oder eben als Partygespräch oder bei denjenigen, die professionell mit solchen Themen beschäftigt sind, die dann einen Gebrauchszusammenhang für sowas haben, aber das sind die kleineren Gruppen. Das ist der eine Punkt, ja? Kulturelle Bindung, eingebaut sein in ein kulturelles Modell, was getragen ist natürlich immer noch von solchen Vorstellungen wie die Zukunft besteht vorwiegend darin, dass alles immer mehr, immer weiter, immer komfortabler, immer irgendwas wird. Auf alle Fälle durch Expansion gekennzeichnet. Und der andere Punkt, das ist eigentlich eher der positive, deshalb habe ich dieses kleine Ding auch an den Anfang gestellt, dass mit dieser ungebrochenen Fortschrittsvorstellung, mit der ich aufgewachsen bin, immerhin auch das emanzipative Moment verbunden ist, dass Wirklichkeit nie
hermetisch ist, sondern die Wirklichkeit ist im Grunde genommen ein Zustand, den man verändern kann. Sowas wie so ein Durchgangsstadium, wo man durchgehen kann. Und dann ist eigentlich die Beobachtung in der gegenwärtigen Situation, dass es ja sowas gibt wie eine extrem starke zentripetale Orientierung auf die Gegenwart, geradezu eine Diktatur der Gegenwart. Alle wesentlichen Entscheidungen und Entscheidungsparameter orientieren sich daran, was gegenwärtige Krise, gegenwärtiges Problem ist, und Zukunftshorizont ist vollkommen verschwunden. Und den Versuch, den ich mit diesem Buch mache, ist ja im Grunde genommen so etwas wie Zukunft wieder einzuführen, als Moment dafür, überhaupt politisch denken zu können. Und dann aber eine Suchbewegung dazu zu machen, was kann denn das Politische eigentlich im 21. Jahrhundert sein? Weil ich mir sicher bin, das kann nicht das sein, was es im 19. und 20. Jahrhundert gewesen ist. Sondern da muss viel geleistet werden, um überhaupt eine Repolitisierung wieder hinzukriegen. Das ist mal so kurz der Trailer. Ja, wir haben, vielleicht sollte ich das auch ganz kurz noch sagen, damit mir die Gesprächsführung nicht aus den Händen gleitet. Was gelegentlich in diesem Raum schon vorgekommen ist. Was schon vorgekommen ist. Wir werden sprechen über die Frage, ob die Gesellschaft keine Zukunft mehr hat, ob die Politik illusionistisch ist, das heißt kein Projekt mehr hat, was wir selber dazu beitragen, indem wir im Grunde gar nicht mehr wollen, dass die Gegenwart verschwindet. Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber dieses faustische Moment, verweile doch Augenblick, nicht mal, weil er so schön ist, sondern weil ich die Sorge habe, morgen könnte es noch schlechter sein als heute, will ich, dass das so bleibt. Und dann die Frage, warum der Deutsche oder wir, warum wir eigentlich so erschlagen sind, auch das kommt alles in dem Buch vor von Harald Welzer, obwohl es uns doch, ich sage das jetzt mit allem Vorbehalt und sehr vorsichtig im Vergleich zu vergangenen Generationen und anderen doch sehr gut sind und selbst wir nicht mehr in der Lage sind, uns zu bewegen. Und dann der fünfte Punkt, auch das kommt in diesem Buch vor von Harald Welzer, und das würde ich gleich gerne an Daniel Cohn-Bendit weitergeben, nämlich die These ist, es ist schon schlimm, aber die Grünen machen alles nur noch schlimmer. Weil nämlich, vielleicht darf ich den einen Satz noch sagen, weil nämlich die Grünen denken, dass sie eine Vorstellung von Zukunft hätten. Sie haben sie aber in Wahrheit nicht. Also erstmal, an dem, was Harald gesagt ist, dran zu kommen, was er gesagt hat mit der Zukunftsvision, die wir hatten, ich glaube, obwohl er ein bisschen jünger ist als ich, haben wir die gleiche Erfahrung. Ich bin zum ersten Mal, eine der ersten Mal, nicht das erste Mal demonstriert, aber ich habe 66 demonstriert unter der Parole gegen die militärische Nutzung der Atomenergie, für die friedliche Nutzung der Atomenergie. Das ist so mal rückwirkend, und ich glaube, auch der SDS oder die Linke ist sehr fortschrittsgläubig gewesen, also war im Grunde genommen eingebettet in einer bestimmten Kultur. Das stimmt, was er sagt, die Schwierigkeit, die unsere Gesellschaft hat, ist aus dieser im Grunde genommen kulturellen Selbstverständlichkeit der 50er Jahre, und das ist nicht nur ein deutsches Problem, im Grunde genommen sich rauszubeamen. Zweitens, ich finde, was er versucht in diesem Buch, und das sagen einmal, wir brauchen eine Zukunftsvision, bin ich völlig einverstanden. Ja, es geht nicht einfach, dass man nur verzweifelt an der Realität von heute, sondern nur wenn man sich projiziert irgendwo in die Zukunft. Das andere Buch, was ich gerade rausgegeben habe für Europa, ist ja der Versuch, egal ob schlecht oder gut, aber der Versuch im Grunde genommen, die Perspektive Europas so zu bezeichnen als Kompass. Und dann kann man politisch dann entscheiden, wie kommt man ist. Aber man hat Zukunftsvision, ist ja eine Orientierung, da will ich hin. Und das finde ich unheimlich gut. Und er hat für diese Zukunftsvision auch einen Begriff mobilisiert, nämlich der Möglichkeitssinn. Also was ist eigentlich, was ist möglich? Ja, und nicht einfach, was ist wahrscheinlich? Und das ist, das sprengt im Grunde genommen unsere Gedanken, oder kann unsere Gedanken sprechen. Jetzt mit den politischen Parteien oder mit den Grünen, um deine Frage zu beantworten.
Ja, es stimmt. Nicht, dass die Grünen alles schlimmer machen. Das ist, der lässt sich manchmal, verliert sich in schönen Formulierungen, aber er ist ja auch in seiner wissenschaftlichen Kultur auch eingebettet. Und er hat ein paar sehr schöne Formulierungen im Buch, wo man sich sagt, naja, da sagt's, ja. Aber deswegen schreibt man ja Bücher, um zu zeigen auch, dass man schöne Formulierungen hat, ja. Das finde ich ja auch völlig legitim, ja. Ich habe da ein paar Zitate, aber das brauchen wir jetzt nicht, ja. Ich finde, die Frage, und es ist ja, du hast angedeutet, ist mein Pamphlet, soll man die politischen Parteien abschaffen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, ist, die politischen Parteien, nicht, dass sie glauben, sie haben eine Vision, sondern die politischen Parteien haben einen Panzer. Und im Grunde genommen, da kommt die Realität und die Zukunft. Wenn sie im Grunde genommen die Grundideologie stört, dann wird sie weggedrückt. Das ist ja die Funktion von Panzern. Ja? In einer Debatte, wo wir vielleicht andere Positionen hätten, habe ich ja auch entwickelt, in der ganzen pazifistischen Debatte habe ich das Panzerpazifismus. Also wenn die Realität nicht dem entspricht, ja, die Welt ist halt doch anders, als man sie pazifistisch begegnet, dann macht man den Panzer zu und sagt, so soll es nicht sein und ich habe recht. Und in dem Maß machen es die Parteien, die eigentlich im Grunde genommen Zukunft mit entwerfen, gestalten und politisch umsetzen und machen es sich besser. Das stimmt. Und gleichzeitig ist unser Problem, und es ist ganz interessant, am Ende hast du ja eine ganz spannende Avantgarde-Theorie. Ja, man könnte sagen, du hast Lenin wieder neu reloaded, also nicht wie Tarantino, sondern du hast gesagt, also, pass mal auf. Wir nehmen jetzt die kleinen Avantgarden in allen Bereichen, ja, und diese kleinen Avantgarden in allen Bereichen, die müssen sich vernetzen. Also der Energietechniker, der Werbemensch, der da, der da, der da, und die vernetzen sich, um ein Projekt Zukunft im Grunde genommen weiterzuführen. Und in einem der Avantgarden sagst du, also zum Beispiel gibt es in irgendeiner Stadt, die wollen andere Energie und dann braucht man, und dann benutzt du den Kommunalpolitiker, ich weiß nicht, wie du den nennst, ja, diesen der das umsetzt. Doch, soll ich vorlesen? Also ich wollte nur sagen, das heißt, an einem bestimmten Punkt stellst du ja die Frage, nachdem du... Wie wird im Grunde genommen dann, werden richtige Initiativen von unten, wie werden sie dann im Grunde genommen gesellschaftlich so übertragen, dass sie, ich benutze jetzt einen furchtbaren politischen Begriff, Rahmenbedingungen neu gesetzt werden. Und das geht, das ist mein Problem, auf alle Fälle. Es geht leider nicht ohne politische Parteien, obwohl ich diese politischen Parteien nicht mehr trage. Aber diese Fragen müssen wir uns stellen, wie sonst, ja, soll das umgesetzt werden? Und deswegen glaube ich, dass man die Grünen kritisieren muss, aber gleichzeitig, wenn es nicht mit den Grünen, mit wem in dieser Gesellschaft, könnte man politische Bedingungen verändern? Also da würde ich ja auch mitgehen. Das ist ja im Grunde genommen sowas wie die Grünen gegen ihre Liebhaber verteidigt oder so. So kann man den Subtext des Buches ja auch noch mal nehmen. Das Problem, was ich einfach habe, ist, dass das Anliegen, in Bereichen gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion andere Dinge zu tun, als es der konventionelle Kapitalismus getan hat, beziehungsweise als es die neoliberale Spielform tut, dass diese Fragestellung bei den Grünen völlig abhanden gekommen ist. Ja? Und dass einfach das, was vielleicht auch mal sozusagen an der ökologischen Frage aufgehängte gesellschaftliche und auch gesellschaftspolitische Fragestellung gewesen ist, völlig abgerutscht ist in irgendwas merkwürdig Technokratisches und Unpolitisches. Und das finde ich bedauerlich. Und das nehme ich den Grünen in gewisser Weise übel. Über die anderen, da habe ich weniger Schmerzen gewissermaßen, weil ich da keine Erwartungshaltung daran habe. Ja? Das mal als sozusagen Richtigstellung, also worüber man dann eigentlich spricht.
Und das Problem, was ich in der Tat sehe, ist, dass wir eigentlich für diese Fragestellung, wie kommt man denn durch das 21. Jahrhundert mit der Aufgabenstellung, wir erhalten zivilisatorischen Standard, damit meine ich, wir erhalten Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Bildungsversorgung, Gesundheitsversorgung, Sozialversorgung, bei gleichzeitig radikal runtergefahrenem Material, Energieverbrauch und dementsprechenden Müllmengen und so weiter. Das ist etwas, worauf wir keine Antwort haben, was aber eine völlig anders formulierte Fragestellung ist, als zu sagen, wie bekämpfen wir die Auswüchse eines industriellen Systems, was Schäden anrichtet. Also ich möchte das auch mal nochmal ganz deutlich sagen, weil das eigentlich für mich der wichtigste Punkt ist. Ich versuche ja, die Fragestellung eigentlich umzudrehen und nicht zu sagen, was müssen wir verändern, sondern ich versuche ja, einen Bezugspunkt zu finden, an dem sich überhaupt orientiert, was wir verändern und nicht verändern wollen. Und ich finde, die Paradoxie oder die schwierige Aufgabe ist ja die, dass wir dieses zivilisatorische Niveau, um es kann man jetzt pathetisch verstehen oder soziologisch verstehen, aber diesen zivilisatorischen Standard, den haben wir bekommen durch ein Wirtschaftssystem, was davon ausgeht, dass Ressourcennutzung ein unendlicher Vorgang sein kann. Ja? Das muss man aber ernst nehmen, das ist ja keine Chimäre, weil die Herstellung von solchen komfortablen Lebensverhältnissen, aber auch von immateriellen Lebensverhältnissen, die genau diese zivilisatorischen Güter mit sich gebracht haben, das steht jetzt halt vor der großen Aufgabe, dass man dort ist und das große Problem hat, dass das nicht haltbar ist, wenn man so weitermacht. Aber wir haben keinen Plan B. Das ist wiederum die Sache mit den kulturellen Bindungen. Und Fragestellungen, ich möchte mal sagen, auf der Griffhöhe, die kann man nicht mehr adressieren an die Grünen. Das geht einfach nicht. Da habe ich jedenfalls keine positive Erfahrung gemacht. Das ist dann ein bisschen klein und affirmativ und elektroautomäßig. Jetzt bin ich ein bisschen polemisch, aber sozusagen die Welt wie jetzt nur grüner. Und das wird es nicht sein. Pass mal auf, es stimmt alles. Nein, es stimmt. Es stimmt. Nur kann man sich da einfach machen. Also hier, ich kann nicht Französisch, ich wollte was zitieren, aber der alte Gortz hat das sehr radikal formuliert, ja. Also das, was du entwirfst, ist kein Vorwurf, hat eine ganze Tradition, radikaler Kritik. Demgegenüber setze ich und sage, ja, wir brauchen eine Idee von Zukunft, ich nenne das aber, wir brauchen eine plausible Utopie. Dass das plausibel ist, die ist trotzdem im Hier und Jetzt verankert, irgendwo startet sie da. Weil nur diese Menschen sie machen werden oder nicht, ja. Und da glaube ich, dass du es dir zu einfach machst. Also du beschreibst eine wunderbare Utopie und am Ende sind wir alle nett zueinander und meine Kinder werden behütet von das dem stimmt und... stimmt überhaupt. Doch, doch, soll ich dir vorlesen? Hör mal zu, deine erste Utopie, sagst du, und der eine wird die Kinder hüten, der andere wird dafür den Garten vom anderen bearbeiten und wir tauschen, wir brauchen überhaupt kein Geld, wir haben dann eine eigene Währung, alles ist wunderbar, es ist ein Netz von netten Menschen. Ja, am Ende sagst du, natürlich wird es noch Konflikte geben, ja, und die Menschen bleiben Menschen und die werden natürlich sich hassen und lieben und daraus kommt natürlich etwas, was nicht immer schön ist, aber im Grunde genommen ist deine Utopie, ja, die ähnelt auch unserer alten Alternativ-Utopie. Da wollten wir, ich weiß noch, wie wir diskutiert haben in unserer Wohngemeinschaft. Wir waren 10 Leute, ja, und wir haben alles Geld in einen Topf getan und neu verteilt. Ist ja toll. Hä? Also 10 Leute vom Studienrat zum Arbeitslosen über einen Lebenskünstler wie ich. Und wir haben alles in einen Topf und dann jeder hat das Gleiche gekriegt. Das war das Lebenstaschengeld und ansonsten. Das hat ein Jahr lang funktioniert und dann waren wir erschöpft. Ja? Und damit will ich sagen, die Utopie, die du hier beschreibst, die muss sich bewähren, und das hast du selbst geschrieben, in einer verdammt schwierigen Weltsituation. Und das Problem ist, dass, um dahin zu kommen, ist, wie gibt es eine Dynamik, dass immer mehr Menschen anders leben wollen und dies auch praktisch umsetzen, nicht der traditionelle Sozialismus. Wenn wir im Sozialismus sind, dann wird alles
wunderbar und bis dahin bleiben wir so, wie wir sind, ja? Sondern wir setzen das um, Schritt, und gleichzeitig muss sich ja die Welt auch im Grunde genommen langsam generell verändern, denn ich muss ja am Ende, müssen wir es schaffen, dass die Mehrheit der Menschen diese Utopie, die du entwirfst, willst. Die müssen es wollen. Wir können sie nicht aufzwingen. Wir sind nicht die zukünftigen Pol Pots. So, und da haben wir ein Problem. Und ich glaube, das ist meine, im Grunde genommen, mein Schluss über die Parteien. Ja, sie sind technokratisch. Ich glaube nicht, dass eine Partei anders sein kann. Das ist schmerzhaft. Es schmerzt mich sehr. Aber ich finde, dass dann mehr oder weniger gute Technokraten sind. Mehr oder weniger Leute, die wirklich das, was du sagst, nämlich, und wenn ich bei uns sehe, in der Fraktion, wie diskutiert wird, aus allen europäischen Ländern gerade, ist das für uns die Frage, die Welt kann nicht so weiter sein. Und da gibt es diese ganze Diskussion Entschleunigung, Wachstum ja, kein Wachstum, intelligentes Wachstum, seit Ralf Füchs oder was auch immer. Es ist, und ich finde, es gibt viele, die sich den Kopf da zerbrechen. Vielleicht kannst du sagen, sie haben die Lösung noch nicht gefunden, haben wir alle nicht. Aber es ist zu einfach, nur zu sagen, sie wollen nur einfach ein bisschen Greenwashing und dann ist alles gut. Nur, sie sind in einem Entscheidungsprozess. Sie sind in einer politischen Auseinandersetzung, wo in der Tat durch Gesetze, durch die und die Entscheidung, sie einfach schrittweise etwas verhindern oder verbessern können. Und die werden anders handeln. Und da bist du dran, mit deinem wenn die Gesellschaft sie anders dahin treibt. Ja, das heißt, der Vorwurf darf, also der kann sein an die Grünen, es gibt vieles, also das will ich nicht, sondern der Vorwurf genügt nicht. Ihr macht nichts, sondern mein Problem ist eher, Harald, wir sind eine verdammt kleine Minderheit, die da raus will aus dieser Wachstumsgesellschaft. Und das macht uns doch alles so schwer. Weil die Menschen, oder wenn du siehst, heute gerade in der ökonomischen Krise, geht es dir nicht so, dass wir das Gefühl haben, das, was man ökologisch an Bewusstsein gewonnen hat, zu haben, glaubte, zerfällt in dieser ökonomischen Krise. Wir sind jetzt in einer die Gesellschaft, ja, reagiert rückwärtsgewandt, da wo wir glaubten, da hätten wir ein bisschen einen Punkt gemacht, an einen Punkt, was wir anknüpfen können. Moment, jetzt, ich muss ganz kurz, ich will nämlich sehen, ob wir alle überhaupt auf Stand sind und wissen, wovon wir eigentlich reden. Ich habe unlängst mit Ole von Beuys gesprochen, ein CDU-Politiker und sehr vernünftig. Früher dachte ich, es geht nicht zusammen, geht sehr gut zusammen. Und der sagte... Seit es Heiner Geißler gibt, in seinen alten Tagen, wissen wir, dass es zusammengeht. Ja, aber Ole von Beuys ist erst 57. Ja. Also jedenfalls... und das ist so die Zeit, wo man vernünftig wird. So. Habe ich noch ein bisschen. Okay, dann... sagte er jedenfalls, wissen Sie eigentlich, was es auf sich hat, dass Angela Merkel immer gleich angezogen ist, trägt immer so ein Kostüm und manchmal variiert die Farbe leicht, aber im Grunde sieht die immer gleich aus. Und er sagte, und sie guckt auch immer gleich, egal was gerade wieder Schlimmes passiert ist, sie guckt immer sehr gleichmütig und sie guckt, wie sie halt guckt. Sie wissen ja, wie sie guckt. Und dann sagte er aber, und der Witz, und das ist wirklich interessant, das beruhigt die Menschen. Angela Merkel sieht immer gleich aus und wenn die schlimmste Katastrophe passiert, dann sieht sie auch gleich aus und die Leute haben irgendwie das Gefühl, naja, also irgendwie die ist jetzt nicht die allerbrillanteste und genialste, aber irgendwie wird die das schon hinkriegen. Und das war es. Das tun Kühners und Trittin nicht. Das tun sie nicht, das will ich gar nicht mehr sagen. Ich will nur sagen, er hatte den Eindruck, dass sie damit das Gefühl der Zeit bedient. Und diesen Eindruck habe ich auch. Und ich wollte nur Ihnen das mitteilen, dass das im Grunde die Folie unseres Gesprächs ist, auf der wir reden, weil du sagtest, wir sind hier eine Minderheit. Also ihr zwei. Eigentlich nur wir, die da. Aber vielleicht versuchen wir das nochmal rauszukriegen, das mit den Minderheiten. Ich finde ja den wirklich guten Satz oder die gute Beschreibung von Beuys in diesem Gespräch ist ja, und da komme ich gleich mal drauf zurück, dass er ja sagt,
naja, es gibt ja viele Leute in diesem Land, die haben schon ein Problem. Aber Angela Merkel funktioniert eigentlich wie so eine Hausärztin. Da kommt man hin und hat so ein Problem und dann hört sie sich das an und dann sagt die, da schreibe ich Ihnen was auf. Und dann denkt man, prima, die schreibt mir was auf. Und dann geht man wieder. Das ist Ole von Beuys, finde ich, grandiose Beschreibung. Weil besonders der Aspekt, und da kann ich genau da anknüpfen, wo du eben aufgehört hast. Einerseits völlig richtig, natürlich gibt es einen unglaublichen Rollback, insbesondere seit dieser sogenannten Finanzkrise. Und dadurch ist ja auch dieses Konzentrieren auf Erhaltung von Status quo noch mal viel stärker geworden. Ja? Das ist das eine. Also sicher, dann spielen solche Fragen wie Klimawandel und alles andere, Planetary Boundaries, gar keine Rolle mehr. Es geht jetzt nur noch um, man weiß es ja gar nicht, ja? Aber es geht um. Irgendwie. Ja. So, der andere Punkt, und der interessiert mich, ist, dass es meines Erachtens nach noch niemals in der Nachkriegszeit, jedenfalls wenn wir jetzt über die westeuropäischen Gesellschaften sprechen, noch nie eine so tiefe Verunsicherung gegeben hat, ob man Zukunft meistern kann oder nicht, wie jetzt. Und das finde ich eine wahnsinnig interessante Situation. Ja, also ich habe ja hier irgendwo so eine Umfrage zitiert, dass in Deutschland nur noch 13% aller Eltern glauben, ihren Kindern würde es mal besser gehen als ihnen. Das ist ja spektakulär. Heißt umgekehrt, 87% glauben das nicht. Das ist für die Nachkriegszeit total ein absoluter Wandel. Ja? Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Aber diese tiefe, tiefe Skepsis, dass weder die bisherigen Rezepte noch die konkret performte Politik irgendwie angemessen dafür sind, wie man jetzt eigentlich Zukunft meistern kann. Das ist etwas sehr Interessantes und das ist eben, glaube ich, der Punkt, den ich, und da komme ich zurück auf das mit, dann muss es der Kommunalpolitiker umsetzen. Was ich ja beobachte, und ich hoffe, dass das zutreffend ist, ist, dass diese Skepsis quer durch die politischen Lager geht, natürlich mit Nuancen unterschiedlich verteilt. In der FDP ist die wenig verbreitet, aber das ist ja eine Splittergruppe. Aber generell kann man sagen, das zieht sich jenseits der klassischen Links-Rechts-Schemata durch, diese Skepsis. Und auch das Nachdenken über andere Perspektiven zieht sich mittlerweile jenseits der klassischen politischen Linien durch. Und da finde ich den Aspekt, es gibt ja auch ein Kapitel über Bündnisse und so etwas, dass wir uns in einer Situation befinden, die einerseits sehr, sehr negativ ist, andererseits aber tatsächlich Möglichkeitsräume aufmacht, eben genau solche Koalitionen oder Bündnisse zu bilden zwischen, sag's mal plakativ, Hardcore-Ökos aus 7 Linden und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, die jetzt irgendwie kapiert haben, dass sie 40 Jahre lang schlechte Sachen gemacht haben und die restlichen 20 ihres Lebens das wieder gut machen wollen. Ja? Was ja nichts Schlechtes ist, da muss man erstmal zu kommen, sowas. Ja? Und da gibt es dann einfach plötzlich Möglichkeiten. Ja, das sind deine Avantgarden. Die Avantgarde, um das nochmal zu erklären, deshalb nicht so ganz Lenin reloaded. Ja. Das ist ja eher Reloaded, es ist ja immer verbessern. Ja, Django war ja auch besser dann Reloaded von Tarantino. Ich stehe ja überhaupt nicht auf Tarantino. Das ja, ich für aber. Für mich zum aber ungelösten Rätseln der Menschheit, was an dem Regisseur. Ich erkläre es dir. Ja, wir können eine andere Debatte darüber machen, ja. Aber ich würde ja. Aber er ist nicht ganz öko, zugegeben. Ich würde ja eher mit der Geschichte sozialer Bewegungen argumentieren, wo man ja sagen kann, soziale Bewegungen sind ja per se Minderheitsbewegungen, logisch, ja, also immer 2-3%, kriegen aber gesellschaftliche Stärke, wenn das Anliegen der jeweiligen Gruppe, der Avantgarde, zum Anliegen von Personengruppen wird, die direkt damit gar nichts zu tun haben. Also die Bürgerrechtsbewegung in den USA wird in dem Augenblick stark, wo weiße Bevölkerung in 2-3% das Anliegen legitim findet, dafür eintritt. So. Und machtvoll werden soziale Bewegungen, wenn ich genau solche Kombinatoriken habe, wie dass es einen 3%-Anteil unter den Journalisten gibt, einen 3%-Anteil unter den Rechtsanwälten, einen 3%-Anteil unter den Schülern und so weiter und so weiter, dass ich da Dinge zusammenbringen kann, die sich wechselseitig stärken. Und dann kann so etwas plötzlich
zu Lebensstil- oder Orientierungsveränderungen führen. Ja? Weil der falsche Gedanke ist ja immer der, insofern hast du mit Avantgarde als Bezeichnung recht, der falsche Gedanke ist ja, dass man Mehrheiten bräuchte, um Gesellschaften zu verändern. Nein, meine ich nicht. Ich meine nur, dass die Veränderung dann stattgefunden hat, wenn die Mehrheiten sie wenigstens akzeptiert. Darum geht es mir. Ja, dann kriegt es eine andere Ebene. Ne, ich gebe dir ein Beispiel, das wir aus Deutschland kennen. Die Entscheidung der Ärztin, im Grunde genommen ein etwas aufzuschreiben, nämlich ich steige aus der Atomenergie aus, war ja, weil sie nach Fukushima diese ganze Geschichte von dem Anfang der Anti-Atom-Bewegung, anno dazumal, einfach, um mit Gramsci zu reden, Gesellschaft einfach mehrheitsgesellschaftlich, mehrheitlich vertreten war. Aus welchen Gründen auch immer. Fukushima hat die letzte Welle gebracht. Und das war dann im Grunde genommen von einer Merkel war dann das Signal, jetzt muss ich springen. Ja? Und das ist auch das historische Verdienen, ob man die mag oder nicht, vom Röttgen. Ja? Weil das hat er gemerkt. Ja? Und das hat er auch meiner Meinung nach richtig vertreten. Also, du hast recht, eine soziale Bewegung. Das Problem der sozialen Bewegung ist, dass sie an einem Moment ja auch gesellschaftlich einen Inhalt festmacht. Wir haben eine andere soziale Bewegung gehabt. Wir haben die ganzen Occupy-Bewegungen, wie auch, wo auch immer, von Spanien bis dann. Und diese Occupy-Bewegung, weil sie inhaltlich ja sich so schwer getan hat, sich zum Beispiel identifiziert mit so einem Büttelchen im gleichen Verlag von einem tollen Mann, nämlich Stefan Essel, ja, mehrere Millionen. Ja, wenn wir beide nur ein Zehntel von dem verkaufen würden, ja, wären wir froh, ja, mehrere Millionen. Ein Text, den, wenn man ehrlich den liest, ja, aber das entsprach einer, empört euch, das entsprach einem Verlangen. Gegenüber dem, was da passiert, muss man sich empören. Und das wird von einem Mann mit so einer Biografie legitimiert. Und das ist sein Erfolg gewesen. So, nur wenn du dann weiter diskutierst, sucht diese Empörung jetzt deine Utopie. Sie sucht einfach, weil die Empörung ist im Moment, bleibt stecken, ja, in der Dynamik des sich Empören und weiß nicht wohin. Und in dieser Situation, wo du gesagt hast, mit Recht Zukunftsangst, 13% wissen nicht, ja, ob ihre Kinder es ihnen besser werden. Aber diese 87%, davon haben 70% eine Vorstellung, was eigentlich ihren Kindern, wie es ihren Kindern gehen sollte, das deiner nicht entspricht. Die haben eine ganz andere, die haben eine, ob rückwärtsgewandt ist vielleicht falsch, aber die haben eine ganz andere materielle Vorstellung von dessen, was ihren Kindern zukommen soll. Und dann kommst du in dieser Situation, wo ich will mit dem Bündnis, du hast recht, du kannst Bündnis mit dem oder mit dem und einem gesellschaftlichen Gruppen, du kannst auch politisch, finde ich, ist das Rechts-Links-Thema, funktioniert sehr oft nicht mehr. Es funktioniert sozial, Verteilung. Es gibt die oben, die unten, mehr sozial, da kannst du, wenn es was zu verteilen gibt, kannst du dir so eine Links- oder beobachtest du, dass in der Tat zwischen der FDP und der Linken oder die Grünen und auch ein Teil der CDU dann großer Unterschied, rechts, links im traditionellen Sinn. Wenn du dann auf der anderen Seite versuchst, rechts, links an der Schiene Freiheiten und Demokratie, das wird schon schwierig. Die Linken mit Chavez und Castro, die Rechten mit Orban und ich weiß nicht wie. Dann ist dieses Rechts-Links ja ist überhaupt nicht mehr aussagekräftig. In der Ökologie ist es auch nicht aussagekräftig. Also Deutschland ist dann nicht anders, aber in Frankreich wird es klarer. Ja, du hast die traditionelle Linke, ob sozialistische Partei, kommunistische Partei und alles, ist eine absolut Fortschritts-Atompartei. Mit allem, was dazugehört, ja, und da gibt es eher oder gibt es bei den Rechten Versatzstücke dagegen, wie auch in den Linken und die Grünen natürlich. Und dann in der Europafrage, also wenn man das einbaut, wie kommt man aus dieser Globalisierung, wie reguliert man diese Globalisierung, dann ist rechts-links auch kein Ausdruck. Das heißt,
was gesellschaftlich du im Kleinen beschreibst, was richtig ist, ist auch im politischen Spektrum, ja, muss man neu definieren. Dafür will ich nicht diskutieren, damit es nicht falsch versteht, ob schwarz-grün oder die, sondern einfach, wenn man sieht, ja, welchen Weg, und deswegen ist der Geißler interessant, ja, welchen Weg er gegangen ist, wenn er attackt, wenn er dies, das heißt, ist ja in dieser CDU und in anderen Parteien, ist ja eine Reflexion, es geht nicht so weiter. Da hast du recht. Nur, und da komme ich wieder, wir sind abhängig von diesen politischen Parteien, dass sie sich in dem Maßen, wo die Gesellschaft sich bewegt, auch bewegen. Und da ist meine Schwierigkeit, also da habe ich keine Lösung, weil ich den Eindruck habe, die Parteien definieren a priori und nicht aufgrund einer realen Entwicklung und nicht aufgrund einer realen Wunschvorstellung, sondern a priori, das muss sein, und damit im Grunde genommen schummeln sie sich durch die Realität. Und das ist das Problem des politischen Spektrums, was wir heute haben. Ja, aber da würde ich sagen, da sind wir ja in der Diagnose, obwohl du da ja noch viel dichter dran bist, im Grunde genommen auf der gleichen Ebene. Das wäre ja meine Diagnose auch. Und ich würde ja auch sagen, ich möchte ja nicht so missverstanden werden, dass ich an der parlamentarischen Demokratie oder sowas was geändert haben möchte. Aber natürlich hat sich innerhalb der Entwicklung des Parteiensystems eine derartige Petrifizierung innerhalb der Parteien ergeben, dass das eigentlich nicht mehr richtig politikfähig in einem emphatischen Sinne ist. Aber der spannende Punkt ist ja nun, auch zu dem Punkt würde ich ja auch sagen, dass die Politik sich dann bewegt, wenn die Zivilgesellschaft sich bewegt. Und meine Suchbewegung gilt ja den Bewegungsmomenten innerhalb dieser Gesellschaft. Letztlich ist dieses Buch ja der Versuch, aufzuspüren, an was kann ich erstens anknüpfen, was erstmal mit Öko und Klima gar nichts zu tun hat, ja, aber vielleicht was mit Zukunft zu tun hat. Wo finde ich in der Vergangenheit, in bestimmten Haltungen, in bestimmten Lebensweisen, in Strategien, wo finde ich Anknüpfungspunkte für eine zukunftsfähige kulturelle Praxis, für eine reduktive Moderne? Und auf der anderen Seite, wo finde ich Beispiele, realgesellschaftliche Experimentierräume, wo Menschen ganz anti-Adorno-mäßig sagen, wir probieren jetzt mal richtigeres Leben im Falschen. Und das kann man sich ja angucken, weil, jetzt muss ich noch einen Satz sagen, weil das mit der Utopie, das ist ja nicht ganz so gemeint, wie du es eben dargestellt hast. Da gibt es schon eine Utopie, aber es gibt auch eine Dystopie. Es gibt zwei kurze Geschichten, die ich gegeneinander stelle aus dem Jahr 2033, also in 20 Jahren. Die eine ist gewissermaßen diese Aya-Popeya-Variante, die jetzt gerade referiert worden ist, die natürlich idyllisch ist und überzeichnet ist mit Regio-Währung und Schnittentüt. Ja? Die andere ist aber die ist nicht ganz unwahrscheinlich, das Zerfallen eines Prozesses in eine noch tiefere Aufteilung in Gewinner und Verlierer, machtvolle Gruppen gegen und so weiter. Also eine dystopische Situation, die möglicherweise dann eintreten kann, wenn dieser Pfad, auf dem wir uns im Moment befinden, nicht verlassen wird. So, und das mache ich ja nur als kleine Story, als rhetorische Figur nach dem Motto, welche Geschichte finden Sie eigentlich besser? Und wenn man die eine besser findet, dann liegt da drin ja eine Handlungsaufforderung. Und zwar nicht diese Utopie zu erreichen, sondern sich auf den Weg zu machen, Bausteine zu finden, nicht durch Reden, sondern durch Praxis, wie man in eine reduktive Moderne kommt. Und ich bin ja bewusst in dem Sinne anti-utopisch, indem ich keine Masterplan-Utopie entwerfe. Weil ich sage, das ist ja falsch, das können wir uns ja gar nicht erlauben, vor dem Hintergrund vieler Beispiele historischer Beglückungsutopien, sondern worauf es im 21. Jahrhundert ankommt, aus meiner Sicht, ist, sich die Freiheit zu nehmen, reversible Modelle ein Stück weit zu gehen, um zu gucken, wie weit trägt das. Und wenn es trägt, gehen wir da weiter. Wenn nicht, dann nehmen wir wieder was zurück. Also so eine Art Kombinatorik einer, ja, ich sag's nochmal, reduktiven Moderne. Ich will aber eine Frage stellen. Ja, bitte. Dann kannst du die ignorieren das sagen, was du sagen willst. Ich bin ja gut erzogen. Die Frage ist, du hast ja als Revolutionär angefangen und bist dann als Parlamentarier gelandet.
im Grunde jetzt auch, habe ich den Eindruck, ein überzeugter Parlamentarier. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würdest du das, also wirst nicht zugeben, aber auch so ein bisschen belächeln, wenn Leute sich vorstellen, man könnte das irgendwie jenseits der Parlamente lösen. Und gleichzeitig bist du ja in Brüssel, wo das alles noch viel komplizierter ist, jetzt wie im Deutschen Bundestag, und man eben die sehr heterogenen Interessen von europäischen Ländern und Völkern unter einen Hut bringen will und merkst da praktisch täglich, sagen, wie wenig am Ende übrig bleibt, wenn man die ganzen Leute unter einem Hut hat, also die Kompromisse gemacht hat. Also die Frage ist natürlich schon letztlich, wie soll innerhalb dieses komplizierten Geflechts, das eben auch Europa ist, dann tatsächlich eine Dynamik herkommen, dass man eben nicht nur so tut, als bewege man sich, sondern dass man sich tatsächlich bewegt. Naja, also ich knüpfe da an und indem ich auch an dem, was Harald eben gesagt hat, anknüpfe. Er hat vor allem die größte Utopie, die du formuliert hast und die du eben jetzt formuliert hast, das ist der Anspruch deines Buches. Und ich würde sie teilen und ich gebe zu, das ist ein bisschen der Ton meines Buches gegenüber Parteien. Mittlerweile verlässt mich manchmal die Hoffnung. Das ist die Flexibilität. Genau so zu handeln, wie du es gesagt hast. Ich gehe einen Schritt, es merkt nicht, ich kann mich verändern. Ich kann reversibel, ich kann zurück oder ich kann zur Seite. Ich kann das überlegen. Ich bin ja völlig im Grunde genommen baff, wie schwerfällig es ist. Ja, mit, also ob es politische Parteien, aber auch in der Gesellschaft. Wie schwierig es ist, einen bestimmten Moment Menschen, die überzeugt sind, ich will das nur oder die aus Angst nichts anderes wollen, zu sagen, wir müssen jetzt uns verändern. Wir können zusammen diesen Weg nicht mehr gehen. Diese Gesellschaft, die wir haben, das ist ja nicht ein Zufall, dass wir diese Krise haben. Es ist nicht ein Zufall, dass wir diese im Grunde genommen Ökokrise haben, dass wir diese Klimakatastrophen entgegensehen. Aber du kannst, das weißt du genauso wie ich, du kannst den Menschen Modelle geben und zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass halb Holland unter Wasser ist und so, ist, das interessiert sie ja nicht. Es interessiert nicht, aber das hat ein politisches Problem dahinter. Das politische Problem dahinter ist, und gerade eine ökologische Partei kann daran zerbrechen, ist, wir argumentieren sehr oft, wenn wir hier nicht im Grunde genommen umsteuern, wird in 10, 20 und 30 kann das die und die Konsequenzen haben. Eine Demokratie heute entscheidet im Hier und Jetzt. Und die Menschen, ob wir das gut oder schlecht finden, ist es unerheblich, entscheiden, ob unser Leben, mein Leben wird sich heute so oder so ändern, heute. Und die Änderungen, die kleinen in großen Änderungen, die du vorschlägst, mit denen, die du diskutierst, ja, die haben ja eine Wirkung, ja, mit der Zeit. Aber sie wird nicht so wahrgenommen. Und jetzt kommst du zu den politischen Parteien oder Europa. Ich bin fest überzeugt, das ist das Buch dafür Europa. Wir werden die Krisen, weder die Finanz- noch die ökonomische noch die ökologische national nicht lösen können. Weil wir können im Einzelnen national tolle Sachen machen, aber das, was ansteht, nämlich die Globalisierung regulieren, zurückdrängen, werden wir national aus Politik nichts machen können. Und ab dem Moment, da eine europäische Perspektive, die sich das zum Aufgabe macht, die also den Nationalstaat im Grunde genommen, ja, überwindet in was anderes, dann merkst du, wie schwierig im Kleinen das ist, obwohl die Leute dir abstrakt zustimmen. Und dann hast du, wir können eine Resolution, wir haben jetzt den Haushalt abgelehnt, toll, wir waren toll, wir haben eine absurde, die Mehrheit dieses Parlaments zur Agrarreform, was absolut grausam ist, abgestimmt mehrheitlich, ja. Und trotzdem weißt du, diese Menschen, diese Parteimensch, 58% der europäischen Abgeordneten gehören Parteien an, die in irgendeinem der Länder an der Regierung sind. Das heißt, im Endeffekt, der Schritt, ein europäischer Abgeordneter ist nicht der Handlungsbevollmächtigte seiner nationalen Partei, sondern er muss versuchen, eine europäische Vision, den europäischen Gemeinsinn zu formulieren.
Das ist sehr schwierig, weil da politische Abhängigkeiten kommen, Ängste, nicht mehr auf eine Liste zu kommen und so weiter und so weiter. Das ist ja die Politik im Kleinen, die du dann volle Woche auch sehen konntest. Und ich finde, aber es, mein Problem ist, und du sagst, du willst die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen, mit Recht, ich weiß nicht wie sonst, oder sagen wir es so, machen wir das letzte Beispiel. Du nimmst Italien und Grillo. Grillo kritisiert die politische Kaste, ich würde sagen, ich könnte alles unterschreiben. Ja, so, die haben sich Privilegien und das und jenes, ist alles, es ist eine Stimmung und die jungen Menschen Stimmung. Und dann sagt Grillo, und deswegen weg mit den Parteien, weg mit den Parlamenten, weg mit den Gewerkschaften. Wir müssen jetzt eine Demokratie, direkte Demokratie der Vernetzung. Und am Ende dieser direkten Vertretung der Partie der Vernetzung, wenn man seine Partei Grillo, gibt es am Ende einer, der aber entscheidet. Das ist er. Und da sind wir wieder bei Mussolini. Wir sind, und das ist das, was ich, wo ich da völlig baff da stehe und sage, das ist, wo führt es hin, wenn die Parteien so abwirtschaften und wir aber zum politischen Händeln, das wir brauchen, nicht wissen, was man dagegen setzen kann oder wie man das jetzt verändert? Also stimme ich auch zu, wobei man für den italienischen Fall natürlich auch wirklich sehen muss, dass die Diskrepanz zwischen dem, was dort Regierung und politische Klasse ist, traditionell so fern ist von dem, was in Ansätzen Bürgergesellschaft ist, dass man das beispielsweise mit der Bundesrepublik nicht unbedingt vergleichen kann. Das hat ja Tradition, ja. Insofern taucht dann dort so eine Figur auf und die taucht bei uns bislang so noch nicht auf. Aber ich wollte noch mal was anderes sagen, weil der Punkt ist, glaube ich, total interessant. Ich habe mehr Vertrauen in diese Leute, die da irgendwie so rumlaufen und wählen und arbeiten und machen und tun. Und das möchte ich eigentlich erklären. Also nicht so, dass ich jetzt glauben würde, da gibt es jetzt wahnsinnig große Bereitschaften für eine gesellschaftliche Transformation oder für den Abschied vom Kapitalismus. Aber es gibt erstens diese Skepsis und zweitens gibt es wahnsinnig interessante Dinge, was Leute so tun in ihrem Alltag, an die man meines Erachtens nach anknüpfen könnte. Ich möchte mal drei kurze Geschichten erzählen dazu, die ich irre spannend finde. Das eine ist, das ist aber sozusagen schon im Bereich derjenigen, auf die du auch setzen würdest. Ich hatte am letzten Wochenende ein Kolloquium mit 50 Masterstudierenden und Doktoranden, Doktorandinnen und sonst was. Da ging es um Postwachstum. Ein paar Referenten eingeladen, Nico Pech, Pipapo, die üblichen Verdächtigen. Und das war auch ein ganz tolles Kolloquium. Und die zweite Hälfte des Kolloquiums bestand darin, dass diese 50 jungen Leute Projekte entwickeln sollten, wie kommt man in eine Postwachstumsgesellschaft, kleinere oder größere, wie auch immer. 7 Arbeitsgruppen, pipapo. Dann hatten wir die Idee, man macht das Ganze dadurch interessant, dass man sagt, wir wählen hinterher das schönste Projekt aus und das Projekt kriegt auch Geld, das umzusetzen, diese Idee, ja, damit das nicht la pour la ist oder sowas. Dann haben die gearbeitet und haben ihre Projekte vorgestellt und 3 von diesen 7 waren super gut, aber die anderen 4 waren auch nicht ganz schlecht. So, bla bla bla, das schönste Projekt ausgewählt, dann wurde ein bisschen geklatscht und fanden alle gut und sowas. Und dann gab es eine Feedbackrunde, wie das Kolloquium gewesen ist. Und was dann kam, war für mich der totale Hammer, dass die alle... Das Kolloquium war gut, nur die Idee, ein kompetitives Element einzuführen, sei so scheiße gewesen, weil das so sei so Antipostwachstum und so blöd. Und so konkurrent und sie wollen überhaupt dieses Geld nicht und wer überhaupt auf die Idee gekommen sei und so weiter. Und das fand ich total irre. Und da würde ich jede Wette eingehen, kann man natürlich nicht machen, weil man es nicht beweisen kann. Das wäre vor 5 Jahren noch nicht möglich gewesen. Ja, zumal die das Geld ja nicht versaufen sollten, sondern einsetzen sollten für dieses Projekt. Aber da hat etwas stattgefunden, was wirklich meines Erachtens nach wahnsinnig stark ist. Ich kenne viele jetzt dieser Art, Studierende von mir, die machen alles Zeugs mit Container-Diving und weiß der Henker was, Foodsharing, pipapo, also da tut sich was. Zweite Geschichte, ich hatte neulich so ein Gespräch abends beim Essen mit Leuten aus der Wirtschaft, aus dem Handel und als die so ein bisschen
getrunken hatten und sowas, kamen so Stories über die Imaginationen ihrer Kunden. Ja? Die haben ja immer Vorstellungen, wer ist das? Und dann erzählte jemand, unsere Kundin, die wohnt in einer Drei-Zimmer-Wohnung, hat Rüschengardinen, hat irgendwie Teppiche ausgelegt, dies und das, wurden so die Merkmale bezeichnet und man nannte sie, und sozusagen mittleren Bildungsabschnitt, spießig, pipapo, das sind unsere Kundin, Frau Prosalla ist unsere Kundin, so wurde die da genannt. Habe ich mir das angehört und habe mich gesagt, und was ist, wenn Frau Prosalla in ihrer Freizeit ein behindertes Kind pflegt? Wie passt das in euer Bild von Frau Prosalla? Und das sind ja Dinge, ja, und da haben wir ja vielfach als Angehörige des Wissenschaftssystems oder des politischen Systems oder sonst was genau die gleichen schematischen Bilder über die emanzipativen Qualitäten, will ich mal so pathetisch sagen, die Leute im Alltag anwenden, ohne dass sie irgendwie auffallen, ja? Sondern die tun so Dinge, die total spektakulär sind. Und das finde ich spannend. Das sind ja auch so Dinge, an die möchte ich gerne anknüpfen. Also im Grunde genommen ja auch eine andere Optik einstellen über das, was eben Möglichkeitsraum in der gegebenen Gesellschaft ist. Dritte Geschichte, und die finde ich auch politisch eigentlich spektakulär, weil du sagst, es braucht so lange Zeit und sowas, ja, bis sich Dinge verändern. Wenn wir mal das Beispiel der Gemeinschaftsgärten nehmen, ja, das ist ja ein absolut spektakulärer Fall, also Prinzessinnengärten in Berlin, erfunden von zwei Künstlern vor wenigen Jahren, also die temporäre Nutzung von Brachen in Stadtlandschaften zum Anbau von Gemüse. Mit dem doppelten Effekt, man tut was Nachhaltiges und man hat eine soziale Veränderung im Viertel. Wahnsinnig erfolgreiches Konzept. Wird mal so erfunden aus der Zivilgesellschaft heraus und kriegt innerhalb von 4-5 Jahren eine weltweite Ausbreitung. Das finde ich total irre. Auch das ist etwas, was mir Vertrauen gibt, dass Dinge, die überzeugend sind, weil sie Lösungen anbieten für Probleme, die auf der Hand liegen, aber keine sozusagen Pass-pro-Toto-Lösung. Ja? Dass ich will ja nicht den will nicht missverstanden werden, damit würde sich schon das globale Problem gelöst haben. Aber da mal hinzugucken, wo denn überhaupt die Veränderungspotenziale stecken, wo sie eigentlich stecken und wo wirklich auch Veränderung passiert, auch tiefgreifende und teilweise schnelle Veränderung. Das ist etwas, glaube ich, wo ich einfach deshalb, das ist ja der Versuch in dem Buch zu gucken, wo muss ich denn eigentlich hingucken, um etwas zu finden, was ich dann mit meinen Mitteln und du mit deinen und Peter mit seinen und ihr mit euren aktivieren könnt. Das ist das. Ja? Also wir gucken gewissermaßen in die falsche Richtung, wenn wir über die Veränderung von Gesellschaft nachdenken. So, ich muss jetzt unterbrechen. Ich glaube, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Ökosex. Und wenn wir zurückkommen, dann müssen wir noch mal intensiver über die Lähmung der Gesellschaft und wie man sie lösen kann sprechen. Ja, meine Frage ist, Harald, an dich. Warum ist es denn tatsächlich so, dass im Grunde große Teile der Gesellschaft ständig nur darüber nachdenken, wie sie das Modell, was sie gerade betreiben, verlängern können, obwohl sie eigentlich selber wissen, dass man es nicht verlängern kann. Also ein Beispiel, wir haben seit vielen Jahren Papier bedruckt, um Zeitungen auszuliefern, und wir denken natürlich jeden Tag darüber nach, warum wir das unbedingt weitermachen müssen und warum das auch funktioniert, und da finden wir großartige Dinge, warum das wichtig ist, weil das so toll ist, gedrucktes Papier, und weil das schön raschelt und weil das haptisch ein Erlebnis ist. Und wenn man es jüngeren Menschen erzählen will, dann sagen die, ja, das ist alles schön und gut, aber aktualisiert sich das denn eigentlich auch von selbst? Und das ist ein Moment, wo man merkt, dass man mit seinem Modell, auch mit seinem Gedankenmodell, nicht mehr weiterkommt, weil sich die Welt offensichtlich zumindest in der Wahrnehmung auch schon geändert hat. Es gibt zum Beispiel die Autoindustrie, funktioniert ähnlich, da wird ständig überlegt, warum man mit dem Ottomotor weiterarbeiten muss und wie man den noch verbessern kann. Und so hat jeder sein eigenes Hamsterrad, in dem er versucht, sich schneller zu drehen, um die Probleme, die er irgendwie auf sich zukommen sieht, zu lösen. Aber dieses, sagen Sie mal, wir steigen aus diesem Hamsterrad aus oder gucken von einer anderen Seite drauf, oder möglicherweise, das ist ja auch eine Erkenntnis deines Buches, wir müssen aus der Zukunft zurückgucken in die Gegenwart, um Erkenntnisse zu kriegen.
wie wir es machen müssen, das scheint mir überhaupt nicht verbreitet zu sein. Und da habe ich jetzt auch noch nicht so richtig, also da ist die Avantgarde, gibt es 3%, klar, habe ich verstanden. Aber wie man die ganzen Hamsterräder dazu bringt, entweder in Stillstand zu kommen oder eben tatsächlich Leute dazu bringt, anders auf bestimmte Dinge zu gucken, das ist mir schleierhaft. Ja, das ist ja auch schleierhaft. Also das wäre ja auch irgendwie blöde, wenn ich jetzt sagen würde, das macht man erstens, zweitens, drittens. Ja? Gut, da hätten wir einen. Ja, aber das ist für sich genommen ein Problem, wenn man einen hätte. Ja? Also das ist ja das, wie wir jetzt das Gespräch angefangen haben. Ich denke, dass das wirklich zunächst mal ernst zu nehmen ist, dass wir alle in einem Plan A Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell existieren, was unglaublich viele Benefits gebracht hat. Da ist vieles wahnsinnig gut für alle dran. Gleichzeitig hat es bestimmte Mentalitäten geprägt, auch das muss man ernst nehmen, die zum Beispiel eine bestimmte Weise der Problemlösung selbstverständlich heranziehen und auf andere gar nicht kommen. Ja? Also zum Beispiel eine Kultur des Aufhörens, eine Kultur des Innehaltens, eine Kultur des Pausemachens, eine Kultur des Nichtentscheidens. Sowas haben wir ja alles gar nicht. Ganz im Gegenteil, je krisenhafter die Entwicklungen werden, desto hektischer wird das entscheiden wollen und so weiter. Ja? Das Lösungsfinden wollen, obwohl wahrscheinlich sehr viel dafür spricht, dass man das einfach erstmal, also den Betrieb irgendwie mal stillstellen könnte, den lässt man mal auf einer Baseline weiterlaufen und nimmt sich mal die Zeit zu entscheiden. Mein Lieblingsbeispiel und überhaupt das Tollste, was es in der ganzen Sustainability und sonst was Bewegung in den letzten 20 Jahren gegeben hat, war der isländische Eyjafjallajökull-Vulkan. Ja? Weil der hat ja was ganz Tolles gezeigt mit seiner einen Woche Lahmlegen des Flugverkehrs. Es macht gar nichts, wenn eine Woche der Flugverkehr lahm ist. Ja? Die Hans-Werner Sinns dieser Welt hätten die Apokalypse prophezeit, wenn sowas jemals passieren würde. Und siehe da, es passiert gar nichts. Das heißt, das, was wir für selbstverständlich notwendig halten für den Funktionsmodus unserer Gesellschaft, das ist gar nicht das Notwendige. Notwendig sind möglicherweise andere Dinge. Also insofern würde ich mal sagen, um auf diese Frage zurückzukommen, wir wissen es nicht, aber wir haben viel zu großes Vertrauen in Strategien, die wir kennen. Das machen Menschen aber immer, ja, weil es natürlich extrem verunsichernd ist, in einen offenen Raum hineinzuhandeln, in einen offenen Raum auch nur zu denken. Das erlebe ich ja bei Vorträgen auch immer. Da kommt ja immer dieses Aber. Ja, das ist schön und gut, aber. Ja, und dann je nachdem, wer die Frager sind, gibt es dann ein anderes begründetes Aber. Aber sich mal einzulassen darauf, etwas out of the box zu denken. Zu denken, wie wäre es denn, wenn dieser Vulkan ein Jahr zugange ist? Ja? Was heißt denn das für Mobilitätsverhalten? Was heißt das für Fernbeziehungen? Sowas. Ja? Was bedeutet das, wenn man nicht mehr fliegen kann? Es gab aber vor kurzem eine Welt, die liegt noch nicht lange zurück, wo auch niemand geflogen ist. Und die hat auch ziemlich gut funktioniert. Das meine ich damit, dass man Räume öffnen muss und dann durch Gegenkonzepte, durch Anhalten, durch Moratorien, durch Innehalten und sich nicht immer zu, sozusagen der Verlockung zu unterwerfen und auch auf Nachfrage hin zu liefern, da muss jetzt sofort ein fertiges Ding vorliegen. Ja, was denn dann? Ja, was denn dann? Und entschuldige noch, das bitte, weil das auch gerade in den politischen Diskussionen immer so interessant ist im Augenblick, höre ich bin ja in letzter Zeit häufiger am Diskutieren mit Vertretern von irgendwelchen Parteien, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ja, aber hören Sie mal, das ist doch ein Experiment mit offenem Ausgang, was Sie da vorschlagen. Und dann sage ich, aber bei Ihnen ist der Ausgang sicher und das ist das Problem. Ja, ja, völlig recht. Also, ich möchte anknüpfen oder andersrum. Alle Beispiele, die du gibst, also und ich, wir können alle noch mehr Beispiele geben. Ja, dass von Menschen, Gruppen, die im Grunde genommen im Begriff sind oder real mehr oder weniger bewusst, ja, zu brechen
mit einer bestimmten Logik dieser Gesellschaft. Und ich meine nicht jetzt wie damals oder vor 30 Jahren unheimlich mit vielen Ansprüchen, man muss jetzt aussteigen, sondern praktisch was anderes machen, was zwar ein Beginn des Ausstiegs, aber nicht unter der Ideologie des Ausstiegs. Ja? Und das ist vielleicht eben dann auch erfolgsversprechender, weil es die Psyche nicht so belastet, sondern die Menschen machen das nach dem Rhythmus, ohne sich irgendeiner Zwangsideologie zu unterwerfen. Einverstanden. Und das sind die Bedingungen der Veränderung. Einverstanden. Gleichzeitig gebe ich dir ein Beispiel. Ich kenne ein Paar, da ist ein junger Mann und eine junge Frau. Sie ist marokkanischen Ursprung und sie leben in Berlin, leiden an der Realität dieser Stadt mehr oder weniger oder sehen, wie es in Deutschland ist und kommen nach Südfrankreich. Kommen in einer kleinen Stadt auf dem Markt. Und sie sagt, das ist so toll auf dem Markt. Das ist so toll. Ja, die Menschen, da sind Muslime, da sind Franzosen, Weinbauern, die Öko und anderes, die reden. Das ist so eine friedliche Atmosphäre. Wahnsinnig gut. Die kommen, am Sonntag findet eine Wahl statt, Front National 37% in diesem Städtchen. Das war so ganz toll. Das heißt, ja, ich wollte damit sagen, es gibt die Gesellschaft bei uns und es gibt die Gesellschaft. Und wir, und ich, das ist kein Aber. Es ist, wir gucken auf die eine und die andere rückt uns auf die Pelle. Ja, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns mit unseren Utopien und unseren Träumen. Ja. Das heißt, die anderen formulieren, haben auch Träume. Ja, die wollen wir gar nicht hören manchmal, aber das sind welche, die sie entwickeln. Und da an dem Punkt, was du zu den Parteien, und das ist, finde ich, so richtig, ich plädiere immer, bei den Französischen, ich plädiere immer, dass ich, wie ich eine grüne Partei verstehe, dass sie sagen, pass mal auf, wir schlagen euch das vor. Unser Programm, unsere Vorstellung ist ein Risiko. Wenn ihr euch für uns entscheidet, entscheidet ihr euch für ein Risiko. Und wenn ihr euch für die anderen entscheidet, entscheidet ihr euch für ein anderes Risiko. Im Grunde genommen müsste eine politische Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung zwischen Risiken, weil es alles mit offenen Ausgang. Ich weiß nicht. Klar, ich weiß, wenn man weniger fährt, wenn man das und das, könnte es wirklich besser, wenn man sozial eben mehr Zeit gibt, das könnte alles besser sein. Das haben wir schon so ausgedacht. Es gibt eine Plausibilität, aber gesellschaftliche Dynamik kennt man nicht. Ja, man weiß nicht den Ausgang. Und das ist in der politischen Auseinandersetzung mit den Parteien, die wollen das nicht. Und ich glaube, die Gesellschaft wird es auch nicht mehrheitlich aushalten. Oder das ist, was mir entgegengesagt wird. Ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Ja, weil immer, also genau das, ein gesellschaftliches Lebensexperiment ist ein Risiko. Und wir kennen Lebensexperimente, die eben gescheitert sind. Politische Programme sind Risiken oder sind Quatsch, wenn man sich die französische Linke, de Hollande in Frankreich, ist scheinbar alles Quatsch, ja, was er so vorgeschlagen, klappt nicht, also das, an dem er gemessen werden wird, klappt nicht und trotzdem, dass die Auseinandersetzung oder zwischen deinem Buch, also ich fand es wichtig, nur selbst denken und gleich eine Anleitung zum Widerstand. Also ich finde, wenn man selbst denkt, so hätte man schreiben können, einen Vorschlag zum Widerstand und denkt darüber nach. Aber gut, das war wahrscheinlich der Verlag, ja. Ich finde diese konkrete oder da richtige Utopie, wir werden weiterkommen, wenn auch in den politischen Parteien die Menschen selbst denken. Es gibt eine, damit will ich das mit den Parteien auch beenden, es gibt eine französische Philosophin, Simone Weil. Sie war Philosophin, sie war Jüdin, dann im Widerstand und sie hat, eigentlich von ihr habe ich das abgeschrieben, mit den Parteien abschaffen, 43 gesagt. Man muss mit den Parteien kann es nicht so gehen. Und die gibt ein Beispiel und die sagt, Parteien ist wie mit der Kirche. Man geht da rein und dann muss man anscheinend alles mitgehen. Ich will in eine Partei antreten, weil ich finde, in einem Moment macht sie und denkt sie was Richtiges. Und in dem Moment, wo ich drin bin, muss ich kaufen, das alles, was noch kauft. Oder was noch kommt.
an Entwicklung und vielleicht bin ich nicht einverstanden. Und dann habe ich keinen Raum mehr zu sagen, ey, ich komme da nicht mehr mit. Ja, man ist da eingebunden. So, das kann man über Parteien sagen. Ich habe Erfahrung, das macht mich im Moment, oder ich spiele heute Damen und bin auch zum Teil pessimistisch, obwohl ich ein grundoptimistischer Mensch. Ich kenne so viele gesellschaftliche Gruppen, die nicht in Parteien sind, die auch so funktionieren. Die Angst, man könnte in einem bestimmten Zusammenhang doch ein bisschen anders denken, ja, wird sofort, dann wird man raus. Und wenn man sieht, die Bewegung, also Empire von Toni Negri, was alles, da sind nicht, also es sind richtige Sachen und auch falsche Sachen. Es war immer so bei Toni Negri, wie bei allen Leuten, ja, der hat immer, aber diese Suche am Ende nach einem revolutionären Subjekt. Also wer ist das Subjekt? Wo sind die Subjekte, die die Revolution machen werden? Also es war die Arbeiterklasse, war sie nicht. Okay, dann waren es die marginalisiert. Nee, nicht. Jetzt ist es eine Sammlung von allen diesen Bewegungen. Das ist das neue revolutionäre Subjekt. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo deine, unsere Erfahrung, unsere Initiativen anfangen, politisch zu denken, werden sie in ihrem Denken zu kleinen Parteien. Ich würde sagen, es passiert erst was anderes. Und zwar, das ist ja etwas, was ich in dem Buch auch schreibe, was bislang aber in Rezensionen gar nicht thematisiert worden ist. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Übrigens heißt das Ding deshalb im Untertitel eine Anleitung zum Widerstand, was ich übrigens widerständig gegen den Verlag durchsetzen musste, weil da waren dann, gab es viele, ist ja immer schwierig sowieso Titel und Untertitel zu finden, aber da gab es dann immer so Begrifflichkeiten wie mit Aufbruch oder sowas, ja. Und da habe ich gesagt, es hört sich an wie Bertelsmann Stiftung, das bringen die auch, ja. Es geht hier am Ende eben nicht um ein blühendes Gärtlein unterschiedlichster Initiativen, sondern es geht darum, diese Initiativen und diese Formen der Entwicklung anderer Modelle zur Kenntnis zu nehmen, um zu einer Repolitisierung der Gesellschaft zu kommen mittels einer sozialen Bewegung, die sich solche Dinge ernsthaft auf die Fahnen schreibt. Und der Punkt wird an der Stelle wirklich politisch, und das schreibe ich da auch, wo das eine relevante Größe wird. Nämlich, wenn man mal so was ganz Triviales nimmt, wie jetzt im Moment ist Share Economy ein Riesending, ja, kommt überall, bis hin zur CeBIT-Messe in Hannover, Share Economy als Titel. Aber was bedeutet eigentlich das für die Geschäftsmodelle in diesem Typ Gesellschaft, wenn es tatsächlich eine relevante Größenordnung bekommt, dass Leute nicht mehr so viel besitzen und sehr viel teilen? Das ist gegen die Geschäftsmodelle. Solange das ein bisschen hier, Wälzer schreibt ein hübsches Buch und es gibt auch ganz viele Gärtchen, die da blühen und sowas, da macht es nichts. Da kann man das nischenmäßig ganz schön tolerieren. Wenn das wirtschaftlich relevant wird, wird es Gegenmacht, also wird es sozusagen von der Macht entsprechende Machtäußerung geben, da wird man dagegen vorgehen. Das ist der Augenblick, wo das für eine solche soziale Bewegung tatsächlich erfahrungsmäßig interessant werden wird. Was passiert denn eigentlich, wenn solche Gegenmacht entfaltet wird? Es gibt ja in dem Buch die Geschichte über Heini Staudinger, den österreichischen Schuhmacher, der diese total abgefahrene Fabrik da führt, regionale Produktion. Er selber ist derjenige, der als Chef am wenigsten im ganzen Laden verdient und so weiter. Sehr interessanter Fall, steht in dem Buch noch nicht drin, weil das ja erst vor einigen Monaten konturiert hat. Der ist von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde verklagt worden, dieser Mann. Warum? Weil er seine Lagerhalle mit Crowdfunding finanziert hat. Da sagt die Finanzmarktaufsichtsbehörde, das ist ein unzulässiges Bankgeschäft. Verklagt ihn auf einen sechsstelligen Betrag hin als Beugegeld, und wenn er das nicht bezahlt, wenn er nicht innerhalb, das ist lange verstrichen, 17. Januar an alle seine Gläubiger sein Geld zurückbezahlt hat, dann wird diese Strafe fällig, wenn er die nicht bezahlt, geht er ins Gefängnis. Das ist Entfaltung von Macht, grandioses Beispiel, und ich finde das unheimlich gut, weil es erstens den Heini Staudinger trifft, der dann sagt, na, da gehe ich halt ins Gefängnis, überhaupt kein Problem, das mache ich, habe ich mal Zeit und so, ja, und der
der in Österreich jetzt eine riesige Kampagne hat organisieren können, die völlig negativ gegenüber dieser Finanzmarkt und so weiter geht. Ja, das ist interessant. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass die Dinge politisch wirklich spannend werden, wenn sie beginnen, ein bisschen gefährlich zu werden. Also das ist immer noch keine Anleitung zu mir, das ist eine Erklärung von Widerstand. Ich bin ja auch bei diesen Gesprächen nicht in der Lage, den kompletten Inhalt wiederzugeben. Nein, ich glaube, dass dein Buch auch keine Anleitung ist, sondern eine Erklärung, aber es macht nichts. Irgendwie muss man in Deutschland immer was anleiten, ja, das wollte ich dann. Aber das macht ja nicht. Das ist aber üble Polemik. Ja, ist ja, kann ja mal. Also ich finde ein Beispiel, wie bitte? Ja, ich, um Gottes Willen, ihr sollt es kaufen. Ich habe ja nur was über den Titel gesagt, nicht über das Buch, ja. Nein, ich wollte dein Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich es auseinanderdrücke. Ja, es gibt Momente, ja, wo ein gesellschaftliches Ereignis auch eine Reaktion im Grunde genommen provoziert. Und warum? Weil wir mehrheitlich heute zum Beispiel die Occupy-Bewegung ist im Begriff zu gewinnen. In dem Maß, dass der Begriff Regulierung der Finanzmärkte, das ist ja eine absolute Banalität. Wir können uns streiten, wie wir hinkommen, ja, und es wird schwierig. Aber, und deswegen, wenn jetzt diese in diesem Fall, ja, im Grunde genommen, die Repräsentanten dieses alten Finanzmarkten jetzt diesen Robin Hood der Finanzwelt, ja, angreift, dann haben wir alle und haben in Österreich alle eine Reaktion, wir schützen Robin Hood, ja, was völlig. Das ist politisch keine unheimlich spannende Auseinandersetzung. Die politischen Parteien werden sich alle einmischen. Da wird man sehen, was rauskommt. Es bleibt aber dabei. Du sagst Sharing. Ja, das hat die Automobilindustrie in unterschiedlicher Form, ja, merkt es schon lange. Die Automobilindustrie war ja in den 60er, 70er Jahren so im Grunde aufgebaut, dass man alle 3-4 Jahre, weiß ich nicht, sein Auto wechselt. So war das Modell. Und das hat sich irgendwie, dann haben sie sich ad absurdum geführt, wird nicht mehr gemacht. Und jetzt merkt die europäische Automobilindustrie, es werden weniger Auto gekauft. Das ist ja eine Banalität. So. In Europa. In Europa, ja gut. Wir sind, gut, wir können dann, ja, sie können dann in China und so weiter, aber das Problem ist, das dient dann die Gewinnung der Märkte und dann sieht man, es gibt bestimmte Automarken, die gehen den Bach runter. Peugeot, Renault, Opel und so weiter und andere, die auf der Erfolgsschiene fahren. Das heißt, dieses Sharing, dieses andere Verhalten zum Auto, was sich gesellschaftlich langsam im Grunde genommen durchschlägt in verschiedenen Formen, verändert aber was? Und das ist das, wie im Grunde genommen der Klassenkampf, die Streiks der Arbeiter, was hat es gebracht? Die haben immer ein bestimmtes Kapital modernisiert. Sie haben ihn gezwungen, sich zu verändern. Genauso wie dieses Sharing, ja, im Grunde genommen das System, weil das System flexibler ist, als wir glauben, zwingt nicht nur bei Cebit das aufzugreifen, sondern sich zu verändern. Du kannst sagen, mit Recht, das ist eine Dimension der notwendigen gesellschaftlichen Veränderung. Also ich will das nicht negativ sagen, aber gleichzeitig die großen Entscheidungen, die wir brauchen, Klima und so weiter, die müssen parallel verlaufen. Und dann finde ich, dass die gesellschaftliche Bewegung, die im Grunde genommen notwendig ist, um zu erzwingen, Quantensprünge, ja, in dieser ganzen zum Beispiel Energieauseinandersetzungen und so weiter, wenn man das europaweite sieht, im Grunde genommen nicht da ist. Und das ist daraus resultiert, dass die Basisinitiativen oder die zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es gibt, im Grunde genommen außerhalb, sie stellen auch bestimmter entscheidender politischer Entscheidungsauseinandersetzungen. Und das schwächt die Parteien. Die Parteien reagieren technokratisch oder sind technokratisch. Und damit sind wir in einer Situation heute, wenn du das europäisch siehst, aufgrund der ökonomischen Krise, wo wir im Grunde genommen rückwärts
im Moment uns bewegen. Das heißt, das, was man glaubt zu erreichen und die ganze Klimadebatte heute im Grunde genommen zum Stillstand gekommen ist. Und trotz aller Beispiele, die du genannt hast, weil diese Beispiele greifen nicht im politischen Raum, die wollen es auch nicht, da hast du recht, oder sie reifen nicht genügend, oder ich sehe sie nicht, das kann ja meine Schuld sein. Lass sie doch einfach mal kommen. Ich finde ja auch das, nein, ich finde auch das Zeitargument nicht zutreffend. Ja? Also weil das Beispiel mit den Gemeinschaftsgärten, das ist ein, wie ich finde, unglaublich irrsinniges Beispiel über die Ausbreitung von einer neuen gesellschaftlichen Praxis. Das hätte niemand vorhergesagt, dass sowas passieren könnte. Und ich glaube ja auch, dass wir nie vorhersagen könnten, an welcher Stelle tatsächlich irgendein Aufbruch oder Umbruch passiert. Das, was wir ja tun können oder was ich glaube, was ich tun kann, ist bestimmte Gedanken zu äußern, die in Richtung einer Suchbewegung gehen, die ich begründeterweise positiv finde. So, knallen wird es irgendwo ganz anders, ja? Aber oder mir gar nicht. Gar nicht geht gar nicht. Gar nicht geht nicht, weil der Stress immer größer wird, kontinuierlich größer. Sonst würde ich nicht, also dann die Selbstaufzehrung eines Systems, was in sich unökonomisch ist, weil es seine eigenen Voraussetzungen konsumiert, erzeugt zunehmend Stress. Das ist ja das, was dann politisch übersetzt ist als Krise, was ja keine Krise ist, sondern eher so etwas wie das Auslaufen eines Funktionsmodells. Krise impliziert ja immer noch, das überwindet man, dann ist wieder so schön wie vorher. Damit haben wir es ja nicht zu tun. Wir haben es mit einem anderen Phänomen zu tun. Also insofern wird es anyway nicht so weitergehen wie jetzt. Und ich setze halt darauf, und das, ich finde es einfach wesentlich attraktiver, den Versuch zu machen, Prozesse zu gestalten, als sie geschehen zu lassen. Und das macht man aber nicht in einem herrschaftsfreien Raum, sondern in einem politischen Raum. Und dazu macht das Buch Vorschläge, wie man diese Gestaltung vornehmen kann. Aber jetzt muss ich doch nochmal einen Bruch machen, und zwar nochmal zu den Grünen zurückkommen. Mir geht es immer noch um die Frage, inwiefern die Gesellschaft die Politik lähmt oder die Politik die Gesellschaft lähmt. Also wir hatten in den letzten Jahren Grüne, die Wahlen gewonnen haben, aber nicht mit dem Versprechen, dass jetzt alles anders wird, sondern im Grunde mit der Ansage, wir haben zwar Konzepte für die Zukunft, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Diese Konzepte werden wir auf keinen Fall einsetzen, sondern wir machen so weiter wie bisher. Also Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, Fritz Kuhn, der Oberbürgermeister, wurde mit seinem Slogan mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Also ein bisschen Placebo im Grunde, das wäre der Vorwurf, glaube ich, von Harald Welzer. Dass die Leute einerseits, und dann gebe ich aber den schwarzen Peter schon wieder zurück an die Gesellschaft, dass die eben einerseits zwar schon auf der ersten Ebene möchten oder sehen, dass es eine gewisse Veränderung geben sollte, aber bitte nicht jetzt und bitte nicht für uns und bitte nicht hier. Also die Frage ist natürlich schon, wie... Also wenn das vorhin bei mir Polemik war, meine Frage ist ja, was müssen denn die Grünen daraus folgern? Wenn man damit Wahlen gewinnt, dann muss ich doch im Grunde das als Konzept durchziehen und mich irgendwie hüten davor, in irgendeiner Form zu sagen, dass ich Rezepte habe, dass ich etwas anders mache in diesem Land. Also wie man Wahlen gewinnt, das sind Geheimnisse, man kann sie entwickeln. Ich kann ja sagen, 2009 haben wir in Frankreich eine Wahl gewonnen zur Europawahl, wo wir in sagenhaften 16,2% gekommen sind mit einem Versprechen, wir müssen die europäische Politik wieder auf die Beine und nicht, sondern die ökologische Transformation, das ist das, was wir brauchen und so weiter. Das war ein entgegengesetztes Modell und es hat auch funktioniert. Das hängt jetzt von gesellschaftlichen Befindlichkeiten ab, die sehr schwierig ist. Man kann über die jetzige Führung der Grünen sagen, was man will. Sie werden ein sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl haben. Dann wirst du nicht sagen, das hängt an ihr Programm. Egal, was sie sagen.
Sie können so sagen oder so sagen, sondern weil die Gesellschaft im Moment, weil die anderen Parteien so schlecht ist. Steinbrück ist ja ein Doppelagent und Dreifachagent, ein Agent der CDU, ein Agent der Grünen, ja. Also der treibt die Wähler da und dahin von der SPD. Ich weiß nur nicht, wer ihn bezahlt, ja. Also Bochum, die Stadt Bochum. Stadtwerke Bochum. Gut, okay. Ich wollte damit sagen, verstehst du, die Grünen, ja, die Grünen oder die Auseinandersetzung, das ist die Auseinandersetzung, die man jenseits von Erfolg, was wollen Parteien heute und wie wollen sie funktionieren? Das ist meiner Meinung nach eine Debatte, die man führen muss. Nur, was ich interessant finde an dem, was der Harald gesagt hat, der Harald sagt, da ist Versatzstücke von Widerstand, das ist ein entscheidender Widerstand und er will das eigentlich bündeln. Das heißt, im Grunde genommen mit seinem Buch sagt er, mein Buch ist, wenn ich es richtig verstanden, so ein Parteiprogramm. Ich fasse das ein bisschen zusammen und gebe dem eine Richtung und dann würde eine Partei, wenn sie das jetzt als Partei formulieren, wir geben natürlich eine Stoßrichtung, wir bündeln diesen Widerstand, um die und die Veränderung durchzusetzen. Das ist ja völlig legitim und dass die Zivilgesellschaft eine Entwicklung hat und Menschen, die in dieser Zivilgesellschaft einwirken wollen, auch sie stärken, dem widerspricht nicht dem Handel der Parteien. Wir haben, das ist doch das Problem, wir haben ja zwei verschiedene Ebenen. Wir haben die gesellschaftliche Ebene und wir haben den politischen Rahmen und die politische Ebene, wo da auch Entscheidungen getroffen werden. Wo da auch Entscheidungen getroffen werden, die Menschen betreffen. Und die gesellschaftliche Ebene treibt Dinge voran, wo auch das Leben der Menschen davon betroffen ist. Nur das ist nicht immer identisch. Das Problem ist, und da ist die Kritik an den Parteien recht, die haben sich im Grunde genommen verselbstständigt, indem sie nicht versuchen, die sollen nicht, wie früher man sagt, Sprachrohr der außerparlamentarischen Opposition. Nein, sie sollen versuchen, reale Bewegungen oder Widersprüche in der Gesellschaft zu thematisieren. Das wäre ja schon mal ganz toll. Ja, dass sie sagen, ja, das sehen wir, da können wir Vorschläge machen. Das Problem jetzt von Winfried Kretschmann oder so ist, was machst du, wenn du auf eine bestimmte Ebene so aufsteigst, dass du machtpolitisch im Grunde genommen Veränderung und Beruhigung. Natürlich ist der Kretschmann in der Beschreibung von Olle von Beust, der perfekte Nachfolger von Merkel. Ja, weil er in der Lage ist, auch Menschen zu beruhigen. Und jetzt ist die Frage, ist das nur schlimm? Und ich glaube es nicht. Weil weil es ist einfach. Es ist einfach, von der Zivilgesellschaft auszugehen und zu sagen, jawohl, das habe ich, also ich so jahrelang gemacht, ja. Nur ich verstehe auch manchmal, wenn eine Gesellschaft in einer Krise eben keinen Ausweg erstmal sieht und beruhigt wird, dass man wenigstens Zeit gewinnen kann. Ja, aber das kann man ja nicht. Also vorhin hast du gesagt, lass die kommen, wir haben doch Zeit und jetzt da sagst du mir, wir haben keine Zeit. Nein. Also ich will wissen, ob wir Zeit haben oder nicht. Dani, ja? Der Unterschied besteht darin, das eine ist Zeit kaufen, so wird es auch apostrophiert und argumentiert, und zwar die Zeit zu kaufen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Nein, ja? das ist... Was ich vorhin gesagt habe... Woher weißt du das? Nehme ja das, was politisch geschieht, schon am Rande zur Kenntnis. Also insofern weiß ich das. Ja, aber leider nur am Rande vielleicht. Ja, Mensch. Aber ja, das zeigt sich doch auch genau in dieser Diskussion, was eine Binnensicht und was eine Außensicht ist. Und das kann ja manchmal hilfreich sein. Ja, ich bin binnen am Rand und du bist außen am Rand. Ja. Da sind Randmenschen, treffen sich. Ja, also gut. Ich wollte aber gerade was sagen. Und das Ding hier, das eine ist wirklich, wenn ich dafür votiere, dass man mal darüber nachdenken könnte, ob es hilfreich sein könnte, innezuhalten,
nichts zu tun, sich nicht diesen vorgeblichen Lösungszwängen zu unterwerfen, sondern sich einen Raum zu schaffen, in dem man tatsächlich beginnt, andere Dinge auszuprobieren oder zu denken oder sonst was. Ist es was anderes, als jetzt hier Zeit zu kaufen? So, also nur um die Differenz. Aber ich glaube, darf ich dazu was sagen? Nee, ich wollte jetzt mal was dazu sagen gegen diese heillose Behauptung. Er ist immer noch Professor manchmal. Gegen diese heillose Behauptung. Ja, das ist übrigens ein interessanter Aspekt, glaube ich, in dem Buch, ist das mit dem Üben. Ja? Das wird leicht überlesen. Ich habe ja da auch so eine kleine Figur da drin, ist, dass man sich nicht die Vorstellung machen darf, dass man durch Entschluss anders wird oder zu einer anderen Praxis kommt, sondern das sind Dinge, die muss man üben. Man muss sich langsam einüben in eine andere Praxis. Hast du jetzt in den Debatten? Ja, genau, weil du gesagt hast, der ist ja immer noch Professor. Ich übe ja noch gewissermaßen an, nicht professoral zu werden. Aber eine völlig irreführende Argumentation des Herrn Cohn-Bendit war, hier mitzuteilen, aus dem Buch könne man ein Parteiprogramm machen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Und das, du handelst wie? Ich habe nicht gesagt, aus dem Buch kannst du. Du benutzt die Argumente Versatzstück, um dann eine Anleitung zu geben. Jetzt hängt er sich die ganze Zeit an. Naja, ich habe es ja nicht geschrieben, ja? Also verdammt, ich hänge. Also man nimmt ein Wort ernst als Untertitel. Aber nimm es doch nicht so ernst, das hätte ich genauso was anderes schreiben können. Nein, das ist schon eine Anleitung zum Widerstand. Also? Aber nicht übersetzbar in ein Parteiprogramm. Entschuldige. Ja, sei doch nicht so kleinkariert, das weißt du doch. Also. Jetzt wird es ein bisschen Comedy. Aber um den Punkt nochmal zu nennen, weil ich glaube, dass da ja dezidierte Argumentationen gegen die Vorstellung der Formulierung eines Masterplanes drinstehen. Es sind dezidierte Hinweise darauf, dass wahrscheinlich es gut ist, keinen Masterplan, keine ausformulierte Utopie, kein Parteiprogramm und sonst irgendwas zu haben, sondern sich der Zumutung zu unterwerfen, sich in diesen offenen Raum mit konkreten Praxisprojekten zu begeben, um zu gucken, was kann man daraus zusammensetzen, um nächste Schritte zu machen. In welche Form der politischen Formulierung das dann überführt wird, ist erstmal, glaube ich, ganz egal, weil es tatsächlich so ist, und dann sind wir wunderbar wieder am Anfang des Gespräches, dass ich immer noch sagen würde, wir wissen gar nicht, wie eine reduktive, moderne, eine zukunftsfähige Gesellschaft auf dem zivilisatorischen Standard, den wir wollen, aussehen kann. Das heißt, es lässt sich gar nicht programmatisch formulieren, welchen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, siebten Schritt es dann geben muss, sondern es muss eine ganz andere Form von politischer Bewegung überhaupt sein, die das in der Lage wäre zu formulieren, so, wir haben, was man im 21. Ich will noch was dazu sagen. Nee. Okay. Also, so einfach ist es nicht. Ja? Okay. Also, der entscheidende Punkt, Harald, wo wir uns wirklich da, wo ich nicht mitgehe. Ich glaube nicht, dass das Handeln auch von den Grünen und anderen nur um einen Handel Zeit zu kaufen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Sondern ich habe das versucht, die ganze Debatte zu sagen, wir haben eine Gesellschaft in einer Krise, die unterschiedliche Bewegungen provoziert und produziert. Die eine Bewegung, die du beschreibst, die real ist und an der wir alle anknüpfen. Eine andere Bewegung, die viel zerstörerischer ist. Und aus der Geschichte lerne ich, vielleicht ist das völlig falsch, ich habe aus der Geschichte gelernt, dass Gesellschaften in Krisen meistens mehrheitlich falsche Entscheidungen getroffen haben. Mehrheitlich. Und zwar je schlimmer die Krise war, es ist ja die uralte Hoffnung der Arbeiterbewegung gewesen, dass mit der Krise die Arbeiterklasse ja den entscheidenden Verständnis gewinnen wird, dass der Kapitalismus schuld an der Krise und deswegen sich mit den Parteien der Arbeiterklasse verbünden wird und somit der Sieg des Kommunismus oder des Sozialismus und so weiter. Leider ist es in historischen Situationen genau andersrum gekommen. So, und das, was ich mit beruhigen und völlig ernst meine, ist, wir müssen in dieser Krisensituation nicht um Zeit zu gewinnen, um Status quo zu ändern, sondern um Veränderung zu ermöglichen. Die Gesellschaft beruhigen, damit sie nicht nach rechts rückt. Und zwar in einer Geschwindigkeit, und ich sage dir, die europäischen Gesellschaften rücken nach rechts im Moment in einer Geschwindigkeit. Wenn die stärkste Partei heute in Dänemark, du kannst sagen, weil die Politiker alle dumm sind, mag sein,
Das sind die wahren Dänen im Moment in den Umfragen. Und in Finnland sind die wahren Finnen. Und in Österreich ist Wilders sehr stark. Und bei uns ist es eine Mischung aus verschiedenen. Und in Frankreich ist es Le Pen und so weiter, die im Moment bei 27% und so weiter mit einer UMP, die im Grunde genommen nur noch ein Bündnis mit extrem Recht machen will. In dieser Situation finde ich schon wenigstens legitim, dass eine politische Partei sich die Frage stellt, wie kann ich Zeit gewinnen, die Gesellschaft beruhigen, um die emanzipativen Bewegungen in der Gesellschaft den Raum zu geben und die Zeit zu geben, die sie brauchen, um zu wirken, um andere in der Gesellschaft zu überzeugen. Ich finde, man sollte nicht nur dies denunzieren, sondern das ist wenigstens ein Punkt, worüber man nachdenken kann. Mag ein bisschen, hä? Weil es ist manchmal, wenn man ganz schief liegt in unseren Gesellschaft, kann es auch ganz schlimm kommen. Und dann beißen wir uns in den Arsch und sagen, verdammt nochmal, hätten wir das ein bisschen beruhigt und ein bisschen Zeit gewonnen. So, das wäre jetzt ein Moment, um wo Sie klatschen könnten. Wir haben jetzt noch, damit Sie ganz beschwingt nach Hause gehen können, gleich haben wir noch einen Song, der heißt Solare. Und dann kriegt jeder noch ein Abschlussstatement und dann machen wir Schluss. So, ich habe noch eine kurze Frage an Daniel Cohn-Bendit. Du gehst 2014 raus aus dem EU-Parlament, beziehungsweise trittst nicht mehr an. Ist das eine Art von Resignation oder wie dürfen wir das verstehen? Nee, also ich bin 20 Jahre Europaabgeordneter und ich werde in diesem Jahr 68 und als endlich bin ich ein 68er und als solcher sage ich mir, und das war unser Traum, immer unser Leben neu zu erfinden. Und ich finde, es ist vielleicht die letzte Zeit, wo ich nochmal mein Leben neu erfinden kann. Und deswegen sage ich, 20 Jahre sind genug. Das heißt nicht, dass ich politisch nicht mehr intervenieren werde, aber nicht in der Form eines Abgeordneten. Also Politik ist nicht nur das Leben eines Abgeordneten, das zeigt ja Harald Welzer selbst, ja. Und so, das ist es. Über Resignieren, ich resigniere nicht, sondern ich habe gespürt, wie manchmal Dinge vorangehen, Dinge nicht vorangehen, wie Gesellschaften durch Bewegung einfach verändert werden. Ich habe mit 23 Jahren gemerkt, dass man an der Geschichte drehen kann und entscheidend Veränderungen machen kann. Und ich habe im Laufe der Zeit das Hin und Her unserer Bewegung mitgemacht. Das ist wie Ebbe und Flut. Ja, und manchmal ist man in der Bewegung der Ebbe und dann ist man voller Dynamik und dann kommt die Flut und dann muss man sich neu orientieren. Und deswegen finde ich, muss ich sagen, ich habe das Buch, selten lese ich ein Buch, wo ich immer dann unterschreibe und was mitschreibe und so. Es gibt viele Sachen, wo ich nachfragen will. Es ist eine spannende Auseinandersetzung, die in dem Buch im Grunde genommen gemacht wird, vorgeschlagen wird. Also es gibt diesen Satz, wo er sagt, wir müssen jetzt die Zukunft, wir müssen das Denken heute von der Zukunft her denken. Wenn man das von heute denkt, denkt man nur Status quo. Und das ist ja auch, damit beschreibt er auch die politischen Parteien. Und ich übersetze das und sage an Anspruch, ja, die politischen Parteien werden nur im Grunde genommen ihrer Funktion gerecht werden, indem sie in der Lage sind, von der Zukunft her zu denken, aber auch die heutige Realität ja im Grunde genommen an sich heranzulassen. Das ist eine doppelte Aufgabe und das ist auch die Schwierigkeit, die politische Parteien heute haben. Das finde ich übrigens, ja, klatschen Sie. Das finde ich übrigens ein faszinierender Gedanke, der einem tatsächlich Mut machen kann, dass Daniel Cohn-Bendit im Grunde mit 23 gesagt hat, ja, das passt mir alles hier nicht, wie das hier läuft, das ändere ich jetzt. Und dann hat sich auch eine ganze Menge geändert. Und bei dir, Harald, ist ja so, dass du, sag mal, zunächst dich im Wissenschaftsbetrieb aufgehalten hast und irgendwann jetzt gesagt hast, mir passt das hier nicht, ich greife hier jetzt auch ein. Das machst du jetzt auch weiter. Also ich würde es ja noch viel schärfer ausdrücken. Das habe ich auch neulich mal
öffentlich geoutet, dass ich ja das Gefühl habe, dass ich jetzt mittlerweile auch mit 50 plus auf ein intellektuelles Niveau zurückkomme, was ich mit 15 mal gehabt habe. Und das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, weil Pubertät ist ja eine der Zeiten, wo Intelligenzentwicklung auf dem Höhepunkt ist. Kann man auch neurobiologisch sehr gut nachzeichnen. Da tut sich am meisten. Und da ist das Unterscheidungsvermögen zwischen falsch und richtig, zwischen gerecht und ungerecht, zwischen ehrlich und unehrlich ausgesprochen ausgeprägt. Ja? Und da sortiert man die Welt häufig etwas sehr schematisch. Aber ich habe dann von der Art, wie ich damals die Welt interpretiert habe, mich durch äußerst gedrechselte intellektuelle Entwicklung so weit entfernt, dass ich allen Komplexitätsbehauptungen geglaubt habe, erstens. Zweitens geglaubt habe, dass es wahnsinnig schwierig ist, deshalb diese ganzen Zusammenhänge zu verändern, und dass das drittens etwas ist, was man auch hauptsächlich von außen beobachten kann und wo es schon eigentlich ausreicht, wenn man durchblickt und sagen kann, dass die anderen zu blöd sind. So. Und die Rückkehr zu einem Versuch, die Dinge so einfach zu sehen, wie sie am Ende sind, trotz aller komplexen, immanenten Entwicklungen, dass wir gegenwärtig beispielsweise einen radikalen Umverteilungsprozess von öffentlich in privat haben, was kein komplexer Vorgang ist, dass wir gegenwärtig damit konfrontiert sind, dass wir Zukunft verbrauchen, auf jeder Ebene der Produktion und Reproduktion ist ein sehr einfacher Sachverhalt und dazu viele andere Sachen. Den Mut zu finden, deshalb heißt das Buch ja auch Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, den Mut zu finden, sich selbst ernst zu nehmen in dem Gefühl und in der vielleicht dem Nachgehen des Gefühls, dass man auch ein Unterscheidungsvermögen wiederentwickeln können muss, indem man sagt, das geht so nicht mehr. Das trage ich nicht mit, das mute ich mir nicht zu, und ich nutze meinen Handlungs- und Verantwortungsspielraum, um etwas dafür zu tun, dass andere das auch nicht mittragen. So, das ist eigentlich die Quintessenz, und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, weil wir uns ja sowohl intellektuell wie wissenschaftlich wie in der politischen Kultur eine unglaubliche durchblickerische Beobachterhaltung angewöhnt haben und wahnsinnig gut darin sind, Nichthandeln zu legitimieren, indem man alles in das ganze Arsenal aufruft mit den globalen Prozessen und ich weiß nicht was und so weiter. Alles nur Dinge, die einen instand setzen, nichts zu tun und sich dabei gut zu fühlen. Und dieses Buch ist der Versuch, sich nicht mehr gut zu fühlen, aber das dann umzusetzen in etwas, wo man positive, produktive, proaktive Veränderungsprozesse einleitet.